Willkommen zurück bei Forza Horizon 4. Wir sind jetzt kurz vorm Frühling, müssen bloß noch die Mission starten. Und hier die tausende Einflusstafel nehme ich aber nochmal mit. Müssen wir da hinten hin? Ach seht ihr, ich wollte hier wieder was ändern. Moment. Einstellung. Hut. So, da hinten ist das Ziel. Dann fahren wir da auch geradeaus vorbei. So, huch. Okay. Ich habe das Gefühl, das hat nicht geklappt. Wo müssen wir denn hin? Da hinten irgendwo hin. Ah, shit. 5000? 5000 Einfluss? Die nehmen wir uns mit. Hier sind wir ja vorhin schon vorbei, ne? Habe ich aber die Tafel nicht gesehen. Cool, 5000er. Kann ich hier geschmeidig über den kompletten See heizen. Das ist ja auch sehr angenehm. Erkunde Rang 4. Gibt es hier nicht irgendwas auf der Insel mitten im See? Nichts? Okay. Gedacht, eine kleine Tafel vielleicht, aber da gibt es hier gar nichts. Hier drüben vielleicht. Mist, hinter mir war wieder eine Einflusstafel. Die hat mir aber jetzt wieder so spät angezeigt. Ich drehe jetzt nicht nochmal rum, wir sind jetzt schon zu weit vorbei. So, hier möchte ich aber nochmal gucken. Freunde einladen? Nein, das meine ich nicht. Bei Autos? Automeisterung. 23 Punkte. Was ist das hier? Halt. Die Leute lieben dein Auto, erhalte eine dauerhafte Erhöhung von des Einflusses um 5%. Ja, können wir mal mitnehmen von mir aus. Was ist das nächste? Dein Auto lacht der Gefahr ins Gesicht. Fähigkeitsketten werden erst nach 2 Kollisionen abgebrochen. Vorteil unerschwinglich, kostet 25 Punkte. Ach so, scheiße. Die Anzahl für die Seitenstreiferfähigkeit wird um 10% erhöht. Überholen wird um 20% erhöht, können wir mal machen. Überholen tun wir sowieso viel. Geschwindigkeit wird erhöht. Ja, komm, ich nehme mal ein bisschen was mit für den Subaru. Plus 10% zusätzlichen Einfluss in den nächsten 10 Dirt-Veranstaltungen. Na gut, reicht erstmal für die. Blitzer. Huch, Entschuldigung. Zieht schon wieder ein bisschen nach rechts. Ich würde sagen, können wir noch mal eine kleine Abkürzung nehmen. Das war Glück. Können, meine ich. Oh, das ist ja cool. Ich glaube, ich hätte mich auch hin teleportieren können, aber ich wollte unbedingt fahren. Zumindest in die Nähe hätten wir per Schnellreise gekonnt.
So, endlich wieder ein Frühling. Ah, viel freundlicher, viel, viel freundlicher. Bisschen Regen, aber auch freundlicher. Da hier unten, da die Blumen Ich bin blühen. so kurz davor, dich in den Horizon-Kader aufzunehmen. Aber du musst mich noch ein kleines bisschen mehr überzeugen. Und wie es der Zufall so will, bereiten wir uns auf unser riesiges Frühlingsschaurennen vor, für das ich einen Fahrer suche. Wenn du mich Okay. beeindruckst, sehe ich zu, was ich machen kann. Jo, läuft. Diese 30.000. Leistung ist dein Ticket für die nächste Runde. Kira hat mich beauftragt, den nächsten Champion für unsere Dirt-Serie zu finden. Was ich von dir so gesehen habe, hat mich mächtig beeindruckt. Wenn du dich weiterhin so qualifizierst, kannst du dir den Titel ratzfatz verdienen. Da ist noch ein Dirt drin. So, also nochmal 30.000 Einfluss bis zum nächsten Schaurennen. Na dann los. Find's gut, dass das Auto jedes Mal wieder repariert ist, wenn ein Rennen beginnt. Da bügeln die kleinen Fältchen und Kratzerchen von einer kleinen Überland-Querfeldeinfahrt von davor wieder aus. Ah, jetzt wird es endlich dirty. Jawohl. Ich hab gefragt, wo das bleibt. Wie kannst du denn auf Asphalt rumfährst beim Dirtrennen? Also kannst echt nicht meckern. Also grafisch wirklich vom Feinsten und vor allem performance-technisch ist es ja wirklich ein Traum. Also. Warum nicht immer so? Huch, scheiße. Da war gerade der Busch im Weg. Wäre das nicht genial, wenn einfach jedes Spiel annähernd gut optimiert wäre? Na, dann. Ich weiß, manchmal ist es schwieriger für die Entwickler oder wenn die Publisher dann Druck machen und raus mit dem Spiel jetzt. Ich glaube, würde jeder lieber nochmal vielleicht 2, 3, 4 Monate warten, damit das Spiel richtig gut optimiert ist und keine Grütze bei rauskommt. Gibt ja genug Spiele, bei denen das so ist. So, Ziel. Gerade so Erster. Die waren direkt hinter mir, da hat bestimmt keine Sekunde Unterschied. Nee, 3 Zehntel. Boah. Ach, hier für das saubere Rennen auch ein bisschen was bekommen. Und eine neue Stufe, Stufe 15. Dirt-Rennserie. Können wir da nochmal ein neues Auto, wenn wir noch ein Rennen gefahren sind. Oh Gott, jetzt bin ich aber gespannt. Lass mich raten. Ein paar Schuhe. Oh komm. Ah shit, ein zweiter wäre ganz geil, ne? Ja gut, 15.000 Credits. Nette Lackierung. Was? Zeig dem Künstler doch etwas Anerkennung Jetzt mit einer Maul. Ach so, ich dachte gerade, was meint die denn? Die Lackierung vom Fahrzeug? Ja, die ist wirklich cool gelungen. Scheiße, okay, das hätte ich machen können. Ja. Nächste Mal. Die wird bestimmt nochmal fragen. Würde mich nicht wundern, wenn es das gewesen sein soll. So,
Ich würde mal sogar die Schwierigkeit nochmal eins nach oben drehen. Bringt zwar plus 5% mehr dann am Ende, aber möchte mal gucken, ups, wie es so läuft. Wir waren auch noch gar nicht in der Stadt da oben, ne? Müssen wir auch nochmal irgendwann hin. Durch die Leitplanke geschreddert. Sehr erfahren. ABS aus, krieg ich nicht hin. Ja, passt schon. Halt. So, gucken wir mal. Was los? Oh ja, merkst du direkt, die meisten ziehen erstmal ein bisschen härter davon. Überholen sogar. hallo. Ich komme ja gar nicht ran. Bisher ist noch nicht viel passiert. Okay. So, da oben wieder einen Punkt bekommen. Wow, 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 wow. Jetzt wird's wieder dirty. Jawoll. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen. Vielleicht kommen wir da noch ran vorne an die Spitze. Vorbeidrängen klappt meistens ganz gut. Ich glaube, einer ist noch neben uns. Ja, das schon. Doch. Gerade am Anfang hatte man es ja gesehen. Kommst du direkt gar nicht mehr an so zwei, drei vorbei, sondern musst schon ein bisschen warten. Aber gefällt mir eigentlich besser. Und wie gesagt, man muss ja auch nicht Erster werden. Dann lieber das ganze Rennen über ein bisschen spannender. Das macht es für einen ja selber auch interessanter. Ne? Ich mag das ja selber nicht, wenn du, ja, weiß ich nicht, nach kurzer Zeit direkt Erster bist. Und fährst dann die letzten 80%. Das sind die Ziellinie alleine. Vor allem, man gewöhnt sich ja dann auch irgendwann an den Schwierigkeitsgrad. Ne? So langsam hochtasten, das ist, denke ich, immer eine ganz gute Sache. Cool. Sogar noch gewonnen. Sah am Anfang nicht so aus. Da dachte ich, oh Gott, das werden, da werden wir ja gar nicht irgendwie vorstoßen können, aber. Das war jetzt zumindest okay. 12.000 Credits. Wird langsam mehr. Einfluss. Oh, auch ganz gut. 5.000 Watt. 5.275. Oh ja. Und ein Auto haben wir bekommen. Was ist denn das für eins? Ford RS 200. Legendär sogar. Oh, endlich. Oh, danach gibt es endlich mal wieder ein T-Shirt. Ich hab's ja schon vermisst. Mal an, wer einen Platz in Runde 4 der Dirt-Rennserie ergattert hat. Ich. So, das neue Veranstaltungsprogramm wurde deinem Kalender hinzugefügt. Und nach deiner letzten Leistung bin ich wirklich gespannt, was du daraus machst. So, da könnten wir hin. Moment. Da oben? Ist hier noch was in der Nähe?
Querfeld ein, aber ich würde jetzt gerne bei den Dirt-Rennen bleiben, die gefallen mir. Oh, schön, bei Nacht wird auch schön dunkel, ne? Könnte ich jetzt theoretisch auch das Fahrzeug bekommen, was wir benutzen, was wir gerade erhalten haben? Halt, da war eine Bonustafel. Traktor. Hier links war wieder eine Hütte gewesen. Wir haben jetzt gesehen, die Hütten waren langsam teuer. War bestimmt noch nicht die teuerste, die für 1,5 Mille. Also, da gibt es bestimmt noch ganz andere. Zumindest in irgendeinem Trailer hatte man ja schon so eine sehr schöne, so eine leicht burgähnliche Hütte gesehen. Ich denke mal, da wirst du vielleicht bis so 5 bis 10 Millionen hinlegen, vielleicht sogar noch mehr. Achso, das war auch wieder ein Haus. Oh. Jo, weiter geht's. Ah ne, okay, den anderen können wir nicht nehmen, siehst du? Bleiben natürlich bei dem. Der hat uns gute Dienste geleistet bisher. Ich glaube, die meisten Rennen mit dem gefahren. So, mal gucken, ob das jetzt wieder so ähnlich ist mit der Schwierigkeit, dass die am Anfang erstmal alle davonziehen. Oh, da wird es direkt dreckig. Okay. Von mir aus. Schlamm ist ja sowieso was Tolles, ne? Warum ist es nur als Kind cool, im Schlamm zu spielen? Warum nicht auch für Erwachsene einfach irgendwo so ein bisschen im Schlamm? Wo man sich mal richtig einen abschlammen kann. Einfach mal im Schlamm so ein bisschen spielen oder hier so Schlammfußball oder sowas, meine ich. Jetzt keine sexuellen Fantasien, sondern rein sportlich gesehen. Wieder ein Punkt. Also jetzt ging es noch schneller auf Platz 1 als vorhin. Ich meinte ja schon mal, okay, das war ziemlich dumm. Die NPCs haben ja sowieso immer Probleme bei Kurven. Kriegen die ja bis heute nicht anständig geschissen, da kannst du ja fast immer irgendwo jemanden einholen oder vorbeiziehen. Oh, schöne Aussicht. Mein Gott, ist das hübsch. Auch hier mehr Höhenunterschiede als beim dritten Teil noch, ne? Als in Australien. Ist ja dann doch hier ein bisschen mehr Hügelland. Was aber ganz cool ist. So, da schon das Ziel. Auch das ging sehr gut von der Hand. Vielleicht die Schwierigkeit doch nochmal einen Ticken hoch, oder? Aber ich würde es erstmal so lassen. Ich will jetzt hier nicht zu viel in die Vollen gehen. Ich würde es nochmal probieren, wenn jetzt nach 2-3 Rennen das ähnlich aussieht. Zumindest bei den Dirt-Rennen. Ne? Das kann ja dann beim Straßen- oder beim Querfeld-Einrennen schon wieder eine andere Geschichte sein. 4000
Der Einfluss wird jetzt auch im Großen und Ganzen mehr. Oh, schade. Schade, es reicht noch nicht für das bescheuerte T-Shirt. Schade. Stufe 16, immerhin. Fehlt auch gar nicht mehr so viel Einfluss, ne? So. Und? Mal wieder was Brauchbares vielleicht? Jo, bleib unten. Gott sei Dank. 2002er RSX Type S. Akura. Oh, darüber war eine Lederhose gewesen, ne? Sehr enge, storchenartige Lederhose. So, erst rein. Was ist denn das hier? Das wird mit so einem Sprung. Achso, da müssten wir da so eine Kurve drehen. Irgendwo. Da ist noch ein Dirt drin. Da rechts sind auch noch zwei. Vielleicht nochmal ein anderes Rennen, einfach so. Dahin zu dem Straßenrennen? Na los. Auf dem Horizon Subreddit kursieren Geschichten von herrenlosen Autos. Oh, gibt's sogar Züge. Ich werd bekloppt. Aber eines davon ist so vielversprechend, dass ich ihm einfach nachgehen muss. Ja, schon echt cool gemacht, also da kannst du nicht meckern. Kannst ja noch so viel machen mit dem Fotomodus, aber finde ich schon ganz cool. Ich möchte es nicht teilen. Danke, Spiel. Nein. Wird bloß den Zug mit drauf haben. Nicht, dass ich Züge liebe oder sowas. Oder dass irgendeine Affinität von mir ist, aber ich finde das immer ganz cool, wenn im Spiel irgendwo Züge dabei sind. So, wir nehmen nochmal die kleine Abkürzung hier. Da kennt er nix. Dann aber auch echt ungünstig. Also für so einen Wald stehen ja ziemlich viele Bäume rum. Und vorwärts. Gerücht über Scheunenfund. Nö. Möchte ich noch nicht. Ups, okay, das war richtig dumm. Da wird jetzt so ein kleines Kreuz stehen. Verdammt, ey. Na komm, fahr. Oh, ich glaube, jetzt hat das Auto aber richtig einen weggekriegt. Ach, das ist ja krass. Müsste ich es jetzt unterwegs tauschen, wenn ich sage, okay, ich würde gerne weiterfahren, aber es geht nicht mehr, das Auto ist kaputt. Kann man die auch komplett schrotten? Wir sind ja gleich da, bis dahin trägt es uns auf jeden Fall noch. Huch. Achso, können wir auch wieder mit dem. Ja, von mir aus. Immer wieder gern. Komm, ich mach's einfach mal. Ich mach mal Experte, ja? Uiuiuiui. Das geht jetzt bestimmt in die Hose. Oh, da gibt es viele Punkte da oben wieder. 60.000, die nehme ich gern mit. Kann von mir aus noch mehr werden.
66.000 reicht wieder für einen Punkt. Okay, das fühlt sich schon besser an von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad her, wenn ich ehrlich bin. Man muss halt wirklich dann, dass halt nicht so viele Fehler machen. Ja, doch, ich denke, das könnte mir auch gefallen. Kommt sogar noch mal ein bisschen ran. Ist ja noch ein bisschen. Ist ja noch nicht zu Ende. Fährt sich gut. Doch, gefällt mir. Ich meine, ich bin mittlerweile eins mit dem Auto. Da kann uns eigentlich keiner das Wasser reichen. Jetzt schon wieder einen schönen Vorsprung. So. Ich glaube, die Kurve noch und dann sind wir fast im Ziel. Oh, davon ist es erst. Okay. Nicht schon jubeln und die Hand aus dem Auto rausstrecken und sich freuen. Puh, cool. Credits. Wird langsam. Wird immer ein bisschen mehr. Na, auch durch den Schwierigkeitsgrad gibt es ja ein bisschen mehr. Oh, Einfluss. 5700 Einfluss. Ich glaube, so viel haben wir noch nie auf einmal bekommen. Endlich. Ja. T-Shirt. Oh, da gibt es wieder einen Super Real Spin beim nächsten Mal. Und da fehlt auch nicht mehr viel, ne? Ein Rennen nochmal mit knapp 5000 Einfluss und zack, sind wir beim Frühlingsschaurennen. Runde 5 der Horizon Straßenrennserie. Oh, da oben. Hier hast du es mit neuen Rennstandards auf sämtlichen Ebenen zu tun. Aber genau deshalb bist du natürlich hier. Was ist denn das hier? Express Railroad? Okay. Mhm. Ah, da kann ich nicht einfach, da kann ich mich nicht einfach hin teleportieren. $5 Millionen kostet das Haus hier, Lake Lodge. Das gehört uns. Das ist aktuell unseres. Das ist das für die 1,5 Millionen. Und da oben, das hatten wir schon gesehen, da bin ich irgendwie vorbei. Forzaton Boost, 5 Millionen. Kann ich mich irgendwie da oben in die Nähe mal teleportieren lassen? Wir sind jetzt aktuell da unten. Bis zum Gebäude geht, ne? Oder? Könnte ich mich nicht irgendwo hin? Hat das nicht neulich geklappt, dass ich mich bis hierhin schnell reise? Das geht. Das geht nicht überall, ne? Ah, Flying Scotsman Schaurennen. Das auch schon freigeschaltet. Modus. Verschlusszeit. Ah, kannst ein bisschen schön was ändern. Belichtung. So, ich fahre mal hoch. Allerdings normal. Ich versuche mit dem Auto da relativ heil anzukommen. Und dann würde ich sagen, machen wir da oben beim Schauren das nächste Mal weiter mit der Lokomotive. Bin ich ja mal gespannt, wie ich mich da schlage, wie es wird. Und damit danke ich mich bei euch fürs Zusehen. Bis hierhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.